Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wieder grobes Thema meine Selbstständigkeit. Ich möchte heute so ein bisschen darüber reden, was ich früher gemacht habe, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, was so meine Ängste waren und sind. Und nehme euch wieder mit so ein bisschen durch meinen Tag. Es ist wieder Montag. Ich habe gerade wieder erstmal die Küche aufgeräumt, weil gestern Abend war Football. Dann sieht es danach hier immer ein bisschen unordentlich aus. Die Couch muss ich noch aufräumen. Ich habe gerade meinen grünen Smoothie gemacht, den PC angemacht, weil ich habe jetzt nur ungefähr 20 Minuten, um schnell ein bisschen was auf Facebook zu machen. Dann habe ich mein erstes Gespräch für heute, wo wir die nächste Challenge nämlich besprechen werden. Ich habe da ein paar coole Sachen vor und da brauche ich Hilfe von ein paar Leuten. Und da habe ich dann mein erstes Skype-Gespräch und dann bin ich heute ganz viel unterwegs und das Wetter ist super, um ganz viel draußen unterwegs zu sein. Nicht. Ich hatte gerade so ein geniales Skype-Gespräch. Kennt ihr das manchmal? Ihr trefft durch Zufall eine völlig fremde Person und dann sprecht ihr miteinander und es ist so BÄM! Genau dich habe ich gebraucht, du hast gefehlt in meinem Leben und das wird so, so, so genial für euch. Also das betrifft jetzt das zweite Video meiner Facebook-Challenge. Habe ich das schon gesagt? Ja, also im Dezember gibt es nochmal eine Facebook-Challenge. Und zwar geht es da so ein bisschen um die perfekte Vorbereitung für 2018. Also wie bekommt ihr es 2018 hin, eure Ziele umzusetzen? Mehr Zeit für euch in eurem Mama-Alltag zu erlangen? Wie könnt ihr das alles unter einen Hut bringen? Warum ist es so wichtig, dass wir uns um uns selbst kümmern als Mütter? Und wie bekommt ihr das organisiert? Darum geht es in dieser Facebook-Challenge, damit wir 2018 alle gemeinsam so richtig durchstarten können. Und da gibt es auch wieder ein paar Interviewgäste, weil euch das beim letzten Mal so gut gefallen hat, als ich das Interview mit Annika geführt habe. Und ja, da habe ich gerade mit Beata gesprochen und wir haben so ein tolles Thema für euch erarbeitet. Das wird so genial. Und Beata wird dann auch im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal ein Interview mit mir machen für den YouTube-Kanal, weil sie halt echt ein super interessantes Thema hat. Und ja, solche Gespräche, das motiviert mich unglaublich und lässt mich daran festhalten, dass das richtig ist, was ich hier mache und dass das einen unglaublich großen Mehrwert hat. Jetzt muss ich das alles, was in meinem Kopf ist, mal schnell aufschreiben. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, das aus meinem Kopf rauszuschreiben, weil sonst hängt das tagelang da fest und ich denke immer wieder darüber nach und deswegen muss ich das jetzt rausschreiben, sage ich immer so. Und dann muss ich, glaube ich, schon wieder zu meinem nächsten Termin springen. Ich habe jetzt gerade die Uhr nicht im Blick, weil ich jetzt fotografieren fahre gleich und dann auch einiges in der Stadt noch erledigen muss, was so liegen geblieben ist. Genau, aber erstmal muss ich jetzt meine Gedanken aus meinem Kopf rausschreiben. So, ich fahre jetzt los zu meinem Termin und danach fahre ich zu dem Büromaterial-Dealer meines Vertrauens, weil ich brauche so ein paar Kleinigkeiten und ich brauche was kopiert. Und dann werde ich gleich einkaufen fahren, auch für heute. Was muss ich noch? Auf die Sparkasse muss ich noch. Und dann komme ich heim und werde dann meinen Mama-Montag machen, den es heute durch meinen Termin einfach ein bisschen später gibt. Ja, also für montags liebe ich das eigentlich, unterwegs zu sein, Außentermine zu haben oder Telefontermine zu haben. Montage fallen mir immer so ein bisschen schwer, so von diesem Wochenende-Familienzeit-Ding wieder in den Arbeitsalltag zu kommen. Deswegen lege ich mir das gerne im Moment so. Genau, gut. Dann bis später. So, ich habe gerade Mittag gegessen. Oh, es war super lecker. Es war noch von gestern. Ich koche immer gern mehr, damit ich dann für die anderen Tage noch was habe. Und das war's, habe ich bei Chefkoch gefunden. Pfannkuchentorte mit Käse und Spinat. War super, super lecker. Hat auch Manu sehr gut geschmeckt. Und kennt ihr das so, nach Mittagessen will ich eigentlich nur auf die Couch. Da bin ich so und will auf die Couch. Aber, oh, mein Schmuck löst sich auf. Aber weil ich vorhin nicht alles geschafft habe, was ich noch erledigen wollte, muss ich jetzt doch nochmal los in die Stadt einkaufen fahren. Und dann kann ich auf die Couch, hoffe ich, denke ich. So ist mein Plan. Weil ich ja dann in, naja, so 2,5 Stunden die Kinder holen muss. Und dann kriegen wir auch schon Besuch. Und heute ist auch wieder ein Tag, wo ich abends was machen muss. Super Beispiel, ne? Ich habe euch gesagt, abends muss ich kaum noch arbeiten. Ist auch wirklich so, aber heute muss ich noch ein bisschen was machen. weil ich halt so viel einfach unterwegs war. Und deswegen nicht so viel am PC schaffen konnte. Und ich muss aber wirklich heute noch was machen, weil ich die Vorarbeit dann für morgen brauche.
Ist aber nicht schlimm. So, und deswegen fahre ich jetzt einkaufen. Schnell. Also aufhören zu quatschen und schnell los. Umso eher sitze ich auf meiner Couch. Und kann dann nochmal so für mich sein, ne? Also ich brauche das. Also ich brauche so mittags mindestens eine Stunde so für mich, wo ich entweder nur sinnlos Fernsehen gucke, also sinnlos, aber halt auch nur auf der Couch liege und eine Serie gucke oder auch mal schlafe oder was lese oder meditiere, Yoga mache, irgendwas. Nur so für mich. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen, los geht's. Einkaufen. Übrigens, bevor ich es wieder vergesse, muss ich doch noch erzählen. Das wollte ich nämlich vorhin schon erzählen. Das zeigt so schön dieses... Also ich arbeite vormittags, ich kaufe aber zum Beispiel auch ein oder ich mache auch was im Haushalt. Ich habe heute zum Beispiel auch schon zwei Maschinen Wäsche gewaschen. Ist halt einer dieser Vorteile von der Selbstständigkeit, warum ich es zum einen auch gemacht habe. Und das wollte ich euch gerade mal erzählen, warum ich das eigentlich gemacht habe, diese Selbstständigkeit. Zum einen diesen Beruf, den ich gerne ausüben möchte oder das, was ich halt aktuell tue, mit dem ich mein Geld verdiene, das geht nur in der Selbstständigkeit. Also ich musste diesen Schritt gehen. Ich habe früher gesagt, ich möchte nie selbstständig sein. Nie. Ich habe ja, ich war Hochzeitsplanerin, ich war Eventmanagerin und da ist es eigentlich logisch, sich selbstständig zu machen. Ich habe immer gesagt, mache ich niemals. Ich werde immer nur Angestellte in einer Agentur sein. Ich werde mich nie selbstständig machen, weil ich Angst hatte vor den finanziellen Belastungen. Wenn irgendwas passiert, du musst dich selber krankenversichern. Davon hatte ich so eine Angst. Ich habe gesagt, das mache ich nie. Und jetzt bin ich da und mache es halt doch. Zum einen, weil ich Manu im Hinterhalt habe, als Rückhalt habe, finanziell auch gesehen. Zum anderen, weil mir kein anderer Weg blieb. Ich wusste, ich möchte jetzt endlich was tun, was mir Spaß macht, was mir Bock macht, auf was ich, ja, was ich tun will, aus meinem tiefsten Herzen heraus. Und war halt nur die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Also bin ich diesen Weg gegangen. Aber mit einem starken Warum im Hinterkopf, um es halt auch durchzuziehen. Und da ist das eine halt, ich selbst, dass ich wirklich einen Beruf machen kann, den ich liebe. Und zum einen die Kinder und die Familie. Ich kann in dieser Zeit, wo die im Kindergarten sind und ich hier zu Hause im Homeoffice, auch mal zwischendurch durchsaugen, mal eine Wäsche waschen und auch mal einkaufen fahren. Damit ich dann halt im Nachmittag, wenn die zu Hause sind, voll und ganz bei denen sein kann. Voll und ganz mit den Kindern sein kann. Und da halt nicht noch bei beiden Kindern einkaufen fahren muss, irgendwie noch nebenbei putzen muss oder so. Ne? Einfach um auch Stress rauszunehmen. Und zum anderen, wie heute war zum Beispiel, Vince hat sich gewünscht, zu Hause zu frühstücken, halt nicht im Kindergarten. Ich habe gesagt, ey komm, heute geht's wirklich nicht, ich habe frühzeitig gleich einen Termin morgen. Also bleiben die morgen zum Frühstück zu Hause. Das könnte ich sonst nicht. Oder Vince kommt manchmal und sagt, ey Mama, heute habe ich keinen Bock auf Kindergarten. Dann sage ich, okay, du weißt, ich muss auch arbeiten, aber du kannst gerne bei mir zu Hause bleiben. Diese Möglichkeiten hätte ich im Angestelltenverhältnis einfach nicht. Und früher, wo ich angestellt war, meine kompletten Urlaubstage sind für die Schließzeiten des Kindergartens draufgegangen. Also wir haben immer mal da einen Tag, da mal zwei Tage, dann zwei Wochen in den Sommerferien, dann die Zeit natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Mein kompletter Urlaub ist nur für diese Schließzeit draufgegangen. Total doof, total bescheuert. Und das habe ich jetzt halt auch nicht mehr, weil ich da einfach flexibler bin, weil ich als Chefin entscheide, wann ich halt Urlaub mache, wann ich frei mache. Ich kann mir auch in der Woche einfach mal sagen, so, und heute arbeitest du nicht, heute machst du nichts im Haushalt, heute kümmerst du dich nur um dich. Diese Freiheiten habe ich halt nur, weil ich selbstständig bin. Und an manchen Tagen, wenn es echt schwer ist, wenn so die finanziellen Sorgen auch hochkommen, muss ich mich immer wieder daran erinnern, warum ich das gemacht habe. Und dann nimmt man sowas wieder in Kauf, weil diese Freiheit, also diese persönliche Freiheit, die kreative Freiheit, die Freiheit gegenüber meiner Familie, da auch flexibler sein zu können, ist das alles wirklich absolut wert. Und jetzt muss ich einkaufen fahren. Ja, und wie habe ich das dann gemacht mit der Selbstständigkeit? Ich wusste, die Elternzeit mit Svea, das ist der Zeitraum, in dem ich mir überlegen muss, was ich beruflich aus mir machen möchte. Ich wusste, ich möchte nicht mehr in meinen alten Job zurückgehen, also war die Frage, bewerbe ich mich woanders? Wenn ja, wofür, wo? Aber natürlich war die Selbstständigkeit immer noch so ein bisschen auch in meinem Hinterkopf, weil ich dann halt genau das machen könnte, was ich möchte. Und dann, durch Zufall, habe ich auch an einer Facebook-Challenge teilgenommen von Career Catalyst. Und da ging es damals um den Job deines Lebens. Und das hat ja perfekt gepasst. Hatte dort dann auch das Coaching zum Beispiel gewonnen. Und da haben wir dann zusammen was erarbeitet. Daraus ist auch dann dieses Mama-Coaching zum Beispiel entstanden. Und dann habe ich ja noch diesen zweiten Einnahmezweig. Also ich habe ja mehrere Einnahmenquellen. Das ist auch immer gut. Das heißt, wenn eine wegbricht oder schwächelt, ist man nicht gleich ganz aufgeschmissen. Und habe da auch noch angefangen, in der Zeit dann auch als virtuelle Assistentin schon zu arbeiten. Und genau, und dann habe ich es einfach gemacht. Dann, also ich hatte dann so diesen Weg, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mehrere Einnahmequellen, ich kann das machen, was ich will.
die Vorteile haben einfach überwogen. Und dann habe ich mich auch gar nicht mehr erst irgendwo beworben oder so, sondern habe es halt einfach gemacht. Ich habe Svea noch 2 Wochen im Kindergarten eingewöhnt. Ich habe ja da schon monatelang auch als virtuelle Assistentin schon gearbeitet. Und dann am 1. Oktober habe ich einfach gesagt, okay, und jetzt ist es soweit, jetzt bin ich selbstständig. Ich habe mir eine Steuerberaterin gesucht, die quasi den Kram für mich macht. Und dann habe ich einfach angefangen. Dann habe ich es halt einfach gemacht. Also ich habe das schon so oft auch auf Instagram oder so einfach machen. Also wenn es nicht funktioniert, dann kann ich mich ja immer noch irgendwo bewerben und wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Ist überhaupt kein Problem. Dann hat es halt so nicht geklappt, dann ja, hätte ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen müssen oder so. Also ist jetzt, ich bin auch noch lange nicht an dem Punkt, wo ich aufgebe. Also im Moment läuft es gut. Ich habe für 2018 mega coole Sachen geplant und eigentlich ist mein Jahr 2018 komplett durchgeplant. da wird noch richtig coole Sachen auch kommen, auch Produkte von mir und auch noch ganz viele weitere Challenges und so. Und es wird richtig, richtig cool werden. Ich habe da mega Bock drauf, ich freue mich, bin gespannt, wie euch das dann so gefällt. Es wird verschiedene Bücher geben, es wird auch was für Kinder geben und ja. Also im Moment läuft es genauso, wie ich mir das gedacht habe. Das ist an manchen Tagen schwer, sich selber einfach zu motivieren, weil du halt allein hier in deinem Büro bist. Andererseits sind überwiegend die Vorteile, also es ist so krass, wie viel entspannter ich dann nachmittags mit den Kindern bin, weil ich weiß, ich muss nichts mehr für den Haushalt machen oder nebenbei noch schnell ein Video bearbeiten oder so, weil das halt dann schon erledigt ist. Und wenn, dann setze ich mich abends auch mal hin, ja klar. Aber ich habe halt auch vermehrt abends einfach auch Freizeit, meine freie Zeit, weil ich da halt auch nichts mehr für YouTube quasi machen muss, weil ich das alles in meiner Arbeitszeit mache. Und da kam ich dann irgendwann, ich glaube vor 2 Wochen an den Punkt, wo ich so gesagt habe, ich habe jetzt abends manchmal Langeweile. Ich habe alle Filme geguckt, die ich so gucken wollte. Mit Serien ist das immer bei mir so ein bisschen gefährlich, weil ich die dann suchte. Deswegen wollte ich da zu dem Zeitpunkt keine neue Serie anfangen. Bücher lesen, ist, da muss ich abends Lust zu haben. Und da stand ich so da und wusste erstmal nicht so richtig, was ich jetzt machen sollte. Und das ist mir dann eingefallen, dass ich immer gejammert habe, dass ich nicht genug Zeit habe zu kochen. Also wenn die Kinder da sind, gibt es nur irgendwas schnell, schnell. Aber so an den Abenden hätte ich ja Zeit für den nächsten Mittag zu kochen oder auch vorzukochen, was ich ja sehr gerne mache. Und das habe ich dann jetzt einfach angefangen, dass ich so 1 bis 2 Mal die Woche abends mich hinstelle und halt in Ruhe und dann auch gerne mal was ausprobieren, was ich vorher noch nicht gemacht habe, da in Ruhe schön kochen. Das macht auch Spaß. Also ja, im Moment läuft alles so, wie ich mir das erhofft hatte. Natürlich ist am Anfang die finanzielle Situation jetzt nicht gleich so mega bombastisch genial, aber auch das ist okay. Und bin einfach, freue mich einfach auf 2018, bin gespannt, was da das Jahr über passieren wird und wie dann mein Resümee für das Jahr 2018 ausfallen wird. Und ja, jetzt warte ich noch, da rendert gerade noch ein Video, was noch eine ganze Weile dauern wird. Und ich mache jetzt meine Mittagspause, weil es ist nur noch 1 Stunde, bis ich dann die Kinder abholen muss. Und das ist auch wirklich was, was ich wirklich immer jeden Tag mittags mache, 1 Stunde für mich. Und das ist mir auch wichtig. Und das mache ich jetzt. Was ich euch schon immer mal empfehlen wollte, ist Gedankentanken. Das seht ihr da unten. Das ist eigentlich eine Veranstaltungsreihe, wo halt mehrere Speaker auf so einem Event sind und sprechen. Das wird aber auch aufgezeichnet. Ihr könnt das auch bei YouTube sehen. Ich verlinke euch mal unten den Kanal in der Infobox. Und da bekommt ihr so vielen kostenlosen, geilen Input. Das ist mega, mega krass. Zu allen Themen. Da wird euch garantiert irgendwas interessieren. Also schaut da mal rein. Ich liebe, liebe, liebe das und gucke das super gerne. Es kam doch ein wenig anders als geplant. Eigentlich wollte ich noch einen PC, ich wollte noch Dinge für morgen vorbereiten, aber ich habe so Kopfschmerzen bekommen. Was ich da euch übrigens empfehlen kann, ich hoffe, ich denke dran, euch das in die Infobox zu verlinken. Ich mache dann immer eine Hypnose-Meditation gegen Kopfschmerzen und das nimmt mir erstmal so die richtig krassen, dollen Schmerzen. Also die Kopfschmerzen gehen davon nicht weg, aber es nimmt so diesen Schmerz, wo du eigentlich gar nichts mehr machen kannst. Kennt ihr das, so diese Kopfschmerzen, wo ihr eigentlich gar nichts mehr machen könnt, wo es auch eklig ist, einfach nur da zu liegen, wo ihr nur einschlafen wollt, damit es aufhört. Und das nimmt so diese krassen Schmerzen. Trotzdem bin ich jetzt auf der Couch eingerastet und bleib da heute auch den restlichen Abend und muss halt die Aufgaben, die ich eigentlich jetzt machen wollte, halt morgen früh vor alles andere schieben.
Ist halt jetzt so, aber ich habe in den letzten Monaten auch schmerzlich lernen müssen, auf meinen Körper zu hören und mich dann auch auszuruhen. Und damit beende ich diesen Vlog und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann.